So ein paar Liter, ein paar Bier. Vita muss aber extra hochladen. Ey. Wenn Sie Vitas zugesehen wollen, klicken Sie hier, anderes Video. Ansonsten geht's halt weiter. Genau. Dann gibt's noch eine kurze Sache. Vita hat eine Krake geschmiert. Ja, genau. Das war's eigentlich schon. Komm, ja, ich will's tun. Endlich. Ich will's tun. Sehr gut. Puff, 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 puff. Boah, war das alle knapp. Flieger kaputt. Was? Nicht auf die Karten. Oh. Fliegt der auf? Nein. Oh, schade. Für wie viel? Piu, piu, für piu, piu. Piu, du hast schon 7 Mal da liegen. Ja, piu, piu. Jetzt mach sie weg. Piu, piu. Piu. Da hat Jana Karten rausgeholt. Er hat doch keinen Mana mehr. So zwei. Nicht, wo. Reicht schon um. Ach da. Obwohl, zwei farblose. Das ist okay. Zwei farblose ist okay. Damit nee, zwei kann man eigentlich nichts bezahlen. Gut. Piu, piu. Piu, piu. Jedes Mal, wenn eine Kreatur steht, bekomme ich das Leben. Das ist gemorpht. Die ist 2-2 farblos. So, jetzt habe ich den Zorn auf mich gezogen. Die Morph-Kosten sind. Du bist fertig. Nächster. Die runterstehen. Und dann flippt die um zu der Karte, die sie eigentlich ist. Ah, okay. Weil die müssen ja eigentlich. Morph, morph. Also, du weißt noch gar nicht, was das ist. Ich ja, nur ihr nicht. Okay. Und viele Morph-Karten haben halt einen Effekt. Wenn sie gemorpht werden, passiert etwas. Manche nicht. Die doch nicht. Ja, das ist manchmal etwas irritierend. Ich spiele den Dämon der unsäglichen Pein. Der kann hey, warte fliegen. Mal. Boah. Ach ne, Chico hat das gespielt. Ich dachte, sein Counter geht. Der kann fliegen, den bringe ich jetzt zuerst. Ja, ist gut. Der ist doch eh gleich nächste Runde kaputt, wenn nee, Chico nicht dran unbedingt. Macht. Und es hat 4-4. Das sind 5 Mal. Den hast du auf der Hand, seit die Spinne draußen ist, ja? So. Was kann der? Fliegen. Und sollte ich meinen Commander im Spiel haben, hat der 6-6. Eine unsägliche Pein. Unsägliche Pein. So, und damit bin ich fertig. Jetzt hat ein Flattermann. Spider, ja, die Spinne können wir leider nichts anhaben. Dafür reicht mein Mana. Ich würde auch außerdem sagen, dass ich ihm nichts tue, ich weil alle gegen mich sind, nur er nicht. Deswegen darf er nicht. Er darf nicht. Aber erst wenn die alle tot sind. Und ja? Deine Spinne kann doch den Dämon der unsäglichen Pein. Das ist nicht gerade umgekehrt. Die snackig. Warum denn nur alles gucken? So, ich will mal Rand raus. Der kommt aus dem Höllenportal. Ja, so eine Spinne hat er noch nie gesehen. Oh Gott, was ist das denn hier oben? Rachephobie ist schon scheiße. Auch als der war. In der Hölle geht das halt nicht. Spiel ich mal von Geistern verehrter Mönch. Oha. Das ist eine Kreatur. Oh. Wachsamkeit, Stärke und Widerstand von. Stärke und Widerstand von Geistern verehrender Mönch sind gleich der Anzahl an Kreaturen, die du kontrollierst. Zwei. Wenn der von Geistern verehrende Mönch ins Spiel kommt, bringe 2 1/1 weiße Geistkreaturen Spielstein mit Fluchtfähigkeit ins Spiel. Fluchtfähigkeit? Wie groß sind die? Nee, da kommen die Geister wieder. Der hat dann aber trotzdem nur 2/2, weil das ja Token sind, richtig? Nee, das sind Kreaturen. Das sind jetzt 4/4. Ja, okay. Ja, der haut sich selber hoch. Ich mag diese Karte sehr. Im Token. Ja, und das sind ja wieder die Fliegenden. Dann macht Chigo das und dann hat er nur noch 2/2 und mach der ist tot. Mach ich das? Das ist deine Aufgabe jetzt. Das ist, ach ja, das meine Aufgabe ist hier was ganz anderes. Was ist denn jetzt mit dem? Hast du den gut mal runtergedreht? Ja, ja. Okay. Fertig. Ich drehe hier fleißig am Rad. Das ist doch sogar die Hand. T-Rex-Hands. Ich spiele das hier. Zeig mal die Karte da. Ja. Machen wir dann irgendwann mal als Special das T-Rex-Brett, die T-Rex-Brettspielrunde alle. Hab ich auf so einem kleinen runden Tisch bitte. Zieht ihr nicht ganz an der Tischdecke? Da fliegt alles auf der Erde. Das war mit Absicht der Verschwummel. Scheiße, ich verliere. Vita ist ja. Oh, nochmal. Halt, warte mal, Vita ist ja nackig. Nee, er hat so einen Kraken noch irgendwo in den Tief. Ja, ja, und der lauert da noch. Ja, er hat doch eine Karte auf der Hand, der ist gleich da. Und das ist unblockbar. Ist ein Land auch ein Zauber? Nein. Nein. Okay. Vor allem so, ich bin tatsächlich einfach mal nicht die Gefahr hier. Der ist unblockbar, habe ich schon gehört. Ja, aber derjenige, der die Gefahr ist, muss ja auch irgendjemand als Gefahr haben. Ja, aber ich kann mich doch nicht mit einer Kreatur offenstellen, dann kommt einer alles zurück und ich bin auch dran. Ja. Ja, das ist unblockbar schön und gut. Auf Hand zurück, puff. Ich habe eine Karte auf der Hand, die ich leider... Das ist ganz einfach. Besuchst uns, besuchen wir dich. Ich versuche
da irgendwie schlau aus. Wir sind ja höflich. Ich rolle erstmal wieder zu Vita rüber. Ernsthaft? Ja. Diesmal aber auf dich, nicht auf deinen Planes. Es macht überhaupt keinen Sinn, was du da tust. Doch, weil du mein Erzfeind bist. Mein Nemesis. Aus welchem Grund zum Henker bin ich dein Nemesis? Der kann nichts. Ach, der kann gar nichts. Der kann gar nichts. Den habe ich total dämlich gespielt. Der liegt einfach nur rum, der kann gar nichts. Also 8 Schaden, wenn du nicht blocken willst, dann 16. Weh, was? Dann verdoppelt sich das. Er macht 8 und du bekommst 8. Und du bekommst eh 8. Ja, ich gebe es nochmal so als Hinterohrfeige. Patsch. Zack. Ja, Rückhand, ne? Ja, nach dem Ausflug wird nochmal zurück. Das ist hier so und dann durchziehen. Von links nach rechts über den Cover gehackt. Also die bei der Kugel, wenn die Kugel auf bei dem Monster abprallt, fliegen ein paar Nuss. So ja, dann blockt ihn natürlich. Zerschellt. Ja, okay. Schade. Damit auf. Bleibt sein unantastbarer Abschaffer weiterhin im Spiel. Und ich bekomme 8 Schaden. Das ist echt wieder die Kugel. Die Kugel muss. Warum muss die Kugel jetzt auf einmal weg? Ja, bei dir. Ja, wenn er in 2 Runden tot ist, ist ja anderes dran. Die rollt dann hier einmal so. Fertig. Ich bin dran. Ich bin dran. Alle extra Runde zurückspulen und dann stellst du nochmal an. Time Warp, los geht's. Es gibt diese eine Kombo aus Time Warp und Zauber verdoppeln. Da kannst du nie mehr aufhören zu spielen. Mich an Harz und der unendliche Feuerball. Es gibt eine Karte, die. Du spielst einen Feuerball und ziehst einen Feuerball und dann gibt es halt die Möglichkeit, 0 Mana kosten. Schießen, noch ein Land. Wenn ich den reinhole, ist das auch ein Zauber? Das sind seine Fähigkeiten, das sind keine. Wenn ich es richtig verstehe, nicht. Fähigkeiten sind keine Zauber, würde ich sagen, oder? Ihn reinholen ist keine Fähigkeit. Achso, 5 farblos. Ich weiß es nicht. Was ist ihn reinholen? Also, wenn du von der Hand spielen würdest, würde ich sagen, ja, es ist ein Zauber. Wenn da steht, aus der Kommandozone beschwören, dann ist es ein Zauber. Nein, aber ist nicht jede beschworene Karte ein Zauber? Das ist die Frage, wird sie beschworen? Der liegt ja eigentlich schon in der Kommandozone. Ja, genau, bezahlt, deswegen ist die Frage, was ist der Wortlaut von dem, ich glaube nicht, dass du den kontern kannst als Zauber. Nein, kontern. Genau, deswegen soll es kein Zauber sein. Von Zauber, ja. Wobei, warum soll man ihn nicht countern können? Kostet er dann wirken. Wirken. Du wirkst ihn, also es ist ein Zauber. Dann ist es ein Zauber. Kostet ja. Er dann, wenn du ihn counterst, direkt 2 Mana mehr? Hol den ja. Trotzdem. Dann, ja, dann müsste man den eigentlich countern können. Ja. So, dann kommt er mit. Mit 3 kommt er ja rein. Der Heti. Mit 3 kommt er rein. Der Schrottkundige. Ich drehe den aber direkt runter. Opfere dann dieses Artefakt, das geht auf meine Kannst Hand. Kannst auch direkt die -10-Fähigkeit benutzen. Overkill. Und ich hole mir den Urquell wieder auf die Hand. Nee, warte, Moment, ist das das Ding, was alle direkt angreifen lässt? Nee, Drache, der das ist der Drache, den hole ich erst gleich. Ich dachte, du kannst das Artefakt zurück. Die ist gerade. Ich kann ja zum Artefakt vielleicht irgendwie machen. Im Friedhof. Das könnte Spaß werden. Ich vermute nicht, also verdammt. Wie viel Mana habe ich noch? Na, was waren deine 2 Geister? 4 Mana nur noch. Die liegen da und fühlen sich wohl. Ja, Vita. Mach mal ruhig. Nächster Part bei Vita. So, wenn Vita dran ist, das dauert eh ein bisschen. Dann nutze ich meine Gelegenheit kurz. Das wollte ich gerade machen, aber. Dann schaffen wir alle noch. Oh ja, stimmt, die Zahl. Ihr seid nur ein paar witzige Leute. Nicht. Ich hab hier eine Karte, die check ich nicht. Soll ich dir helfen? Nee. Doch, komm her. Nein. Ich hab echt alles versucht, da schlau draus zu werden. Aber es macht keinen Sinn. Google doch. Ja, stimmt. Googeln ist erlaubt. Denke ich. Jetzt mach doch! Es ist schwierig, lass mich nochmal nachdenken. Mails, was macht YouTube? Lalala. Ich glaube, ich bin nämlich im WLAN. Ey Leute, mit sowas muss ich hier spielen. Oh, die Leute haben vorher gesehen, die haben Epic Grand gespielt gegen Shigo, wie auch immer die das geschafft haben. So, so. Hast du ein Foto gemacht? Ja, gespoilert. Was? Habt ihr nicht bemerkt, ne?
Meine Karten sind auch drauf zu sehen, sehe ich gerade auf deinem Bild. Was meinst du, warum ich immer wusste, wen ich angreifen muss? 6, 7, 8, ich benutze ihn. Schon wieder den? Vielleicht muss ich dem nochmal umrollen. 1, 2, 3, 4. Dann benutze ich noch Ditte, bin ich auf 9. Es kommt Kosilek, Handwerker. Oh, den kenne ich. 10, der ist heftig. 10, 9, Vernichter 2. Mhm. Und wenn er ins Spiel kommt, darf ich mir eine Kreatur auf meine Hand zurücknehmen. Das ist ein Artefakt, ne? Ja. Ah, okay. Mach bitte schnell kaputt. Schnell, schnell. Wohl. Kannst du Artefakte einfach kaputt machen? Ja. Ich wollte sagen, wenn er dran ist, schon zu spät. Aber jetzt noch nicht. Hast du noch was? Kannst du einfach machen? Mit wem? Achso, dann du kannst einfach gerade Artefakt kaputt machen. Was hat er gespielt? Hast du auch eins gemacht? Der hat so ein Artefakt gespielt. Nein. Was heißt das eine, was er da am Anfang vorgelesen hat? Vernichten 2 oder so? Wenn er dich angreift, musst du 2 Viecher opfen. Nicht nur 2 Viecher, 2 Karten. 2 bleibende Karten, auch Länder sind einbegriffen. Hey, das ist ja ganz praktisch eigentlich. Ja, dann sollte ich mir auf jeden Fall die 4 Mana noch auf. Wenn er einen angreift oder wenn er einem Schaden macht? Angreift oder? Ja, wenn er angreift. Das ist krass. Und dann ja, das sind die so richtig. Nee, dann 4 Mana hebe ich mir auf und bin fertig. Das gab es auch bei Magic 2014, glaube ich, ne? Auch das Deck. Auch bei 15. Fliegt der? Nein. Aber nicht im PC-Spiel? Ja. Echt? 2015 gibt es einen Kosilek. Vernichter 4. Ne, aber ich meine eins, wo genau der drin war letztes Jahr. Ach so, irgendeiner war noch, der war auch richtig heftig. Und dann kann aber gut sein. Da hast du jeden platt gemacht, wenn er draußen war. Ja, Vernichter ist halt heftig, aber wenn der Artefakt einfach umbauen kann. 10, 9, Quatsch, das ist doch kein Artefakt. Kreatur, das ist eine Eldrazi-Kreatur. Das ist kein Artefakt. Oh. Tatsache. Oh. Aber nur farblos. Das ist so ärgerlich. Ja, farblos ist im Kopf immer Artefakt, ne? Ja. 10, 9. Aber die ganzen Eldrazi sind farblos. Tja, für die jahrelange Beschimpfung von Vita wird er noch bieten. Was? Wer hat hier wen immer beschimpft? 3 Multibonus. Sprücheklopfer, der mich benannt. Ist einmal ihmchen plus 1, 2, 3. Was ist das? Ey, pass doch mal auf hier, nicht so viel spielen. 1, 2, 3, wuff. 3 Wuffs. Sag mal, was du da spielst. Hast du nicht noch die Karte? Donnerwolf. Da sind doch noch mehr Wölfe. Ja, sind nur noch 2 insgesamt, also macht es keinen Sinn. Donnerwolf, was? Donnerwolf Elementar. Multibonus ein grünes. Wenn der Dornenwolf Elementar ins Spiel kommt, bringe für jedes Mal, dass du seine Bonuskosten bezahlt hast, einen 2-2 grünen Wolf-Kreaturen-Spielschein ins Spiel. Habe ich aber bezahlt. Kommen 3 Viechias. Und guck jetzt auf der Rückseite mal, ob da noch Wölfe sind vielleicht. Nee, habe ich schon geguckt, sind keine. Weil du mich immer angreifst, kann ich hier nichts countern, wenn ich auf dich achten muss. Ich tappe mein Land, lege Land. Auf jede grüne Kreatur, die in diesem Zug ins Spiel gekommen ist, eine +1/+1 Marke. Oh, das ist schön. Hat jemand... Das ist gut. Das ist gut. Ja, das ist schon wie, wenn die sich erstmal aufgebaut hat, dann rollt die Armee. Ja, aber alle gehen gegen Blau, ey. Ich hab noch nicht. Ja, ich ändere jetzt, glaube ich, auch meine Taktik. Lass mich doch einfach alle in Ruhe. Ich bin der Passive hier. Ich hab niemanden angegriffen. Du hast schon Schaden gemacht. Ich gehe jetzt gleich erstmal auf farblos. Nur mal Händler kann nicht spielen, mehr nicht. Der hat euch halb HP geklaut. Was macht der Krüger? Das war ja keine Absicht, das muss er ja. Bei dem ist Schild noch so ein bisschen halt. Ich bin aber, glaube ich, momentan noch am harmlosesten. Wow! Das war nicht der Tisch. Scherben bringen Glück. Genau. Gib mir mal Scavish holen. Ja. Es war nicht auf die Karten. Das ist wichtig. Alles ist okay. Ist Shigo fertig? Ja. Ich glaube, es reicht für ein Mana. Für den Gedankenstein. Oha. Leute, jetzt geht's los. Ach nö. Oh Gott. Kann ich tappen? Moment. Kann ich den direkt tappen? Nee, der ist gestunt, oder? Doch, ist ein Artefakt. Echt? Ja. Das heißt, ich kann ihn direkt tappen. Ja. Und damit habe ich dann halt ein Mana, hätte ich dann mehr. Also erzähl das Mana, ja. Aber es ist farblos. Es geht dich gar nichts. Da roll ich gleich der Ball ins Gesicht. Alter Fußballer, ja. Weil das Geile am Ball ist, ich muss ja nur den hier kurz reinholen, dann kriege ich den ja wieder. Ja. Dann spiele ich 5 Mana. Und schöne Kombo. Ob Nixilis, den schwarzen Schwurz, ist mein Planeswalker. Dadurch, dass der im Spiel ist, wird das zu einer 6-6, Leute. Bekommt der hier 6-6. Langsam muss mal was gemacht werden. Dämonen. Gilt das nicht als Landfall oder wie heißt die Fähigkeit? Ohne Schwung. Leutnant ist das. Ah.
Ist ein Leutnant, also ist so die rechte Hand des Planeswalkers. Ja, das ist cool.